Willkommen zu Star Citizen und einem ausführlichen Einsteiger- und Anfänger-Guide. Denn vor allem als Einsteiger oder Wiedereinsteiger kann Star Citizen schnell eine echte Herausforderung werden. Daher gehen wir auf alle relevanten Bereiche im Detail ein und dies völlig modular. Über die Timestamps kommt ihr zu den Bereichen, die für euch wichtig sind. Von der Counterstellung über das richtige Spielpaket bis hin zur Installation und dem Spiel selbst. Aber zunächst eine Antwort auf die Frage, was Star Citizen eigentlich ist und was ihr hier erwarten könnt. Star Citizen ist ein Sci-Fi-MMO, wo ihr aktuell auf verschiedenen Servern mit unzähligen Spielern gemeinsam oder gegeneinander antreten könnt und euren ganz eigenen Weg bestimmen. Vorgaben oder eine Story-Kampagne findet ihr hier nicht. Hier steht euch alles offen und ihr könnt selbst entscheiden, welcher Bereich für euch der wichtigste ist und ihr gerne spielen würdet. Egal ob gesetzestreuer Kopfgeldjäger oder als Outlaw, ihr habt die Möglichkeit, alle Spielbereiche in verschiedensten Variationen zu erleben und selbst zu gestalten. Und als Spielfeld dient uns hier aktuell ein komplettes Sternensystem mit unzähligen Planeten, Monden, Raumstationen, Schiffen und mehr. Star Citizen ist seit mehreren Jahren in Entwicklung und im Alpha-Status. Das ändert aber nichts daran, dass wir eine sehr tiefe und vielschichtige Spielumgebung vorfinden. So warten Dutzend verschiedene Gameplay-Aspekte sowie hunderte Schiffe auf euch. Aber starten wir mit den Voraussetzungen, was ihr überhaupt braucht, um Star Citizen spielen zu können. Und bereits hier räumen wir mit einem Gerücht auf, dass ihr für Star Citizen einen dicken Geldbeutel benötigt. Zunächst benötigt ihr in jedem Fall einen Account, denn auch bei den quartalsmäßigen Free-Fly-Events, wo ihr Star Citizen kostenlos spielen könnt ohne ein Spielpaket, benötigt ihr zumindest einen Zugang über einen Account. Und bei der Erstellung dieses Accounts habt ihr einmalig die Möglichkeit, einen Referral-Code einzugeben. Denn mit diesem Code hinterlegt ihr eurem Account dauerhaft einen festen Bonus, welcher auch durch die verschiedenen Entwicklungsstufen erhalten bleibt. Und habt ihr einen Freund, der Star Citizen spielt, fragt diesen nach seinem Code. Alle Codes sind gleich. In jedem Fall erhaltet ihr 5000 UEC, also 5000 Währungseinheiten im Spiel, umgerechnet 5 Dollar. Aber Achtung, diesen Code müsst ihr zwingend einmalig zur Accounterstellung eingegeben haben. Ein nachträgliches Hinzufügen ist nicht möglich. Den gültigen Code haben wir euch eingeblendet. Zudem findet ihr einen Direktlink in der Videobeschreibung für die Accounterstellung mit Code. Um Star Citizen allerdings außerhalb eines Free-Fly-Events zu spielen, benötigt ihr einmalig ein Spielpaket. Es kommen also keine monatlichen Kosten oder ähnliches auf euch zu. Jedes Spielpaket beinhaltet den Star Citizen Digital Download. Das ist euer Zugang zum Persistent Universe, dem Arena Commander und allen anderen Modi, die Star Citizen bietet. Also euer Zugang zum Spiel. Und in diesem Punkt unterscheiden sich die Pakete auch nicht. Der Zugang ist ebenfalls immer gleich. Die Pakete unterscheiden sich lediglich, welches Schiff im Paket enthalten ist. Denn auch wenn es in Star Citizen hunderte verschiedener Schiffe in verschiedenen Größen und Klassifizierungen gibt, benötigt ihr zum Start wirklich nur ein Einsteigerschiff. Natürlich besteht die Möglichkeit, eine mächtige Idris-Fregatte oder einen Javelin-Zerstörer für knapp 2000 Dollar zu kaufen. Nur bietet euch das leider keinen spielerischen Vorteil. Denn je größer ein Schiff ist, desto mehr Mitspieler benötigt ihr, um es adäquat zu bedienen und überhaupt nutzen zu können. Daher fliegen auch Besitzer wirklich exzessiver Flotten und riesiger Schiffe oftmals mit Einsteigerschiffen. Daher werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Pakete und welches für euch das Richtige ist. Unsere grundsätzliche Empfehlung ist das Robert Space Industries Aurora MR Paket. Die Aurora bietet euch neben einem Cockpit einen betretbaren Innenraum, also Platz für Lieferkisten, ein Bett zum Ein- und Ausloggen, Platz für 3 Standard-Frachteinheiten und ist im Bereich Wendigkeit und Feuerkraft für den Anfang auf jeden Fall ausreichend. Mehr Schiff benötigt ihr die erste Zeit definitiv nicht und ihr könnt euch ohnehin in Star Citizen alle im Shop kaufbaren Schiffe auch im Spiel freispielen. Eine Alternative wäre das Consolidated Outland Mustang Alpha Starter Paket. Im gleichen Preisbereich bietet die Mustang eine etwas kämpferische Optik, allerdings keinen begehbaren Innenraum oder ein Bett zum Ein- und Ausloggen. Aber auch hier können wir auf einen kleinen Frachtbereich zugreifen. Aber trotz der kämpferischen Optik bietet die Mustang nicht mehr Feuerkraft. Und noch ein wichtiger Hinweis, ihr könnt jedes Schiff nachträglich upgraden und zahlt hier nur den Differenzbetrag. So seid ihr nicht festgelegt und könnt später immer noch wechseln auf das Schiff, was für euch am besten ist. Denn eine Avenger Titan ist fast doppelt so teuer wie eine Aurora. Dafür bietet sie ein deutliches Plus an Feuerkraft, etwas mehr Laderaum und einen größeren Innenbereich. Jedoch könnt ihr Schiffe auch in-game mit Spielwährung kaufen. So könnt ihr euch beispielsweise mit einem günstigen Einsteigerpaket größere Schiffe in-game leisten. Denn Schiffe im Hangar bieten euch keinen Unterschied zu Schiffen, die ihr im Spiel gekauft habt.
Lediglich bei einem der seltenen Wipes kann es sein, dass in-game gekaufte Gegenstände zurückgesetzt werden. Unsere letzte Empfehlung ist die Consolidated Outland Nomad. Hierbei handelt es sich um ein multifunktionales Schiff, welches über einen großen Frachtraum verfügt, ihr hier auch Fahrzeuge einladen könnt und ihr direkt mit einer etwas größeren Schiffsklasse startet. Unsere Empfehlung zum Einstieg ist jedoch klar, die Aurora MR. Die günstigste und vielseitigste Variante, welche wir auch heute noch fliegen. Aber bevor wir uns ins Verse stürzen, gehen wir auf der Robert Space Industries Seite über die App Telemetrie im oberen Bereich erst einmal zu den technischen Voraussetzungen. Denn auch Star Citizen hat nicht unerhebliche Mindestvoraussetzungen. Über die verschiedenen Telemetriekacheln können wir uns anzeigen lassen, in welchem Leistungsbereich unser System in etwa zu erwarten ist. Allerdings der mit Abstand wichtigste Tipp, abseits von Grafikkarte, Prozessor oder Arbeitsspeicher, ist, dass ihr Star Citizen auf einer möglichst schnellen SSD oder NVMe installiert. Hier sind die Performance-Unterschiede am deutlichsten zu spüren. Dennoch bleibt viel Platz für Feintuning. Daher haben wir euch einen 50 Tipps fassenden Guide erstellt, welcher speziell für Star Citizen alle Möglichkeiten aufzeigt. So erhaltet ihr die maximale Performance. Den Link dazu findet ihr im Video. Aber noch ein weiterer wichtiger Tipp in Bezug auf eure Account-Sicherheit. Nachdem ihr euch eingeloggt habt, geht ihr auf die Settings und hier auf Security. Denn auch Star Citizen bietet eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, welche wir euch in jedem Fall ans Herz legen möchten. Wir nutzen beispielsweise den kostenlosen Google Authenticator. Nachfolgend können wir dann den Launcher downloaden und die Spieldateien, welche etwa 100 GB umfassen. Nach Installation des Launchers könnt ihr hier eure Zugangsdaten eingeben, sowie eure Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und nach Abschluss des Downloads für die Spieldateien könnt ihr über Launch Game direkt Star Citizen starten. Und hier empfehlen wir euch in jedem Fall zunächst einige Einstellungen im Optionsmenü, bevor wir direkt ins Spiel starten. Diese finden wir im unteren Bereich unter Options. Star Citizen bietet euch hier mannigfaltige Einstellungsmöglichkeiten und Konfigurationsoptionen. Für Neu- oder Wiedereinsteiger lohnt es sich in jedem Fall, Show Heinz und Control Heinz aktiviert zu lassen. Denn hierbei handelt es sich um ein Ingame-Hilfssystem, welches euch Tasten anzeigt. Und unter dem Reiter Grafik empfehlen wir euch den fensterlosen Modus, also Borderless. Den größten Einfluss auf die Performance hat in den Grafikeinstellungen der Reiter Planet Volumetric Clouds, welche ihr vor allem auf schwächeren Systemen auf niedrig oder ganz aussetzen solltet. Hier handelt es sich um Wolken- und Nebeleffekte, welche enorme Leistungsfresser sein können. Und für ein möglichst klares Bild empfehle ich euch die folgenden Einstellungen im unteren Bereich. So fahren wir die Chromatic Aberration auf 0 und schalten den Film Grain aus. Dann habt ihr ein scharfes Bild und wir können endlich ins Verse starten. Hierzu wählen wir das Persistent Universe an und müssen uns beim ersten Spielstart einen Charakter erstellen. Hier haben wir die Auswahl zwischen männlich und weiblich sowie diverser Einstellungsvarianten. Und im Gegensatz zu anderen MMOs können wir jederzeit unseren Charakter und die Optik verändern. Denn bei jedem neuen Spielstart habt ihr die Möglichkeit, über den Button Character Customization euren Charakter komplett neu zu designen. Also benötigt ihr hier am Anfang noch nicht zu viel Zeit. Unseren Charakter bestätigen wir mit Accept und haben dann die Abfrage, ob wir das In-Game-Tutorial spielen wollen oder nicht. Solltet ihr das Tutorial überspringen, habt ihr nachfolgend die Auswahl von 4 Startlocations. Und hier wird beim Spielstart euer gesamtes Inventar übertragen. Die Locations sind allesamt optisch unterschiedlich und bieten andere Wege, allerdings die gleichen Einrichtungen und Möglichkeiten. Der größte Unterschied ist die Lage im Stanton-System. Allerdings empfehlen wir euch in jedem Fall das Tutorial, das etwa 30 Minuten in Anspruch nimmt. Hier startet ihr dann auf New Babbage, der aktuellsten Residenzzone. Und optional könnt ihr noch eine Server-Location auswählen, wobei wir euch hier die Option Best empfehlen. Und damit habt ihr es geschafft. Willkommen in Star Citizen. Ihr erwacht automatisch in einem Apartment in New Babbage, der Hauptstadt von Microtech. Und hier starten wir direkt mit den ersten Schritten. Grundlegend könnt ihr euch mit der Maus oder einem Controller umsehen und eure Umgebung erkunden. Mit einem Druck auf die Enter-Taste habt ihr Zugang zum globalen Chat und könnt so mit anderen Citizens, die auf dem gleichen Server sind, kommunizieren. Im rechten Hauptbereich finden wir die Tutorial-Hinweise sowie die Tasten, die aktuell für uns in Frage kommen könnten. Und unsere Missionsziele, vor allem die des Tutorials, sehen wir eingeblendet oben mittig. Um euren Charakter zu bewegen, könnt ihr die WASD-Tasten nutzen oder alternativ einen Controller. Euer wichtigstes Hilfsmittel ist euer Mobiglas, welches ihr unter anderem mit der F1-Taste aktivieren und deaktivieren könnt. Hier finden wir verschiedene Apps, unter anderem das Journal, welches sozusagen eine Aufzeichnung über das ist, was wir bereits erlebt und entdeckt haben.
Und sollte euch der Chat und die Ingame-Kommunikation mit anderen Spielern stören, könnt ihr diese mit einem Druck auf die F12-Taste einfach ein- und ausblenden. Eine der wichtigsten Tasten in Star Citizen ist die Taste F, denn damit kommt ihr in den Interaktionsmodus. Und zusammen mit dem Mausrad und den verschiedenen Maustasten könnt ihr mit eurer Umgebung direkt oder indirekt interagieren. Interagierbare Objekte, welche sich innerhalb eurer Reichweite befinden, werden hierbei blau umrandet und ihr könnt direkt mit ihnen interagieren. Grün umrandete Objekte sind ebenfalls interagierbar, allerdings noch zu weit weg. Und klickt ihr dann auf eine der angezeigten Optionen, führt euer Charakter diese auch aus. Allerdings kommt es in Star Citizen oft auf Details an. So könnt ihr beispielsweise keine Flasche trinken, solltet ihr aktuell einen Helm tragen. Diesen müsstet ihr vorher erst abnehmen. Und natürlich wirft man seinen Müll nicht einfach auf den Boden, sondern man interagiert mit ihm und stellt ihn dementsprechend zurück in die Spüle. Die F-Taste und der Interaktionsmodus sind hierbei nicht nur für die First-Person-Sicht wichtig, sondern auch in Schiffen und Fahrzeugen immer wieder von Bedarf. Ebenfalls ein wichtiges Hilfsmittel ist die Zoom-Funktion, die mit dem Interaktionsmodus einhergeht. Hier könnt ihr mit einem Drücken der F-Taste und dem Mausrad weit auf Gegenstände heranzoomen. Und das hilft euch nicht nur beim Finden eures Helmes, sondern auch zum Lesen verschiedener Bezeichnungen oder Hinweisschilder. Denn aktuell findet ihr in Star Citizen noch keine Minimap am Boden, sondern nur eine intergalaktische Sternenkarte. Und sobald wir unseren Helm aufgesetzt haben, sind wir mit dem ersten Tutorial-Bereich bereits fertig. Aber mit der F-Taste haben wir noch Zugriff auf ein weiteres Menü, und zwar das Radialmenü. Halten wir die F-Taste gedrückt und klicken gleichzeitig die rechte und linke Maustaste, kommen wir in diese Menüansicht, die uns unter anderem unseren eigenen Status verrät, sowie verschiedene Schnellaktionen bietet. So haben wir hier Zugriff auf unser Inventar, verschiedene Emotes oder auch Aktionen, wie beispielsweise das Aufsetzen und Absetzen unseres Helmes. Allerdings können wir auch alle Bereiche mit einem Shortcut regeln. Fürs Inventar beispielsweise die Taste I. Hier finden wir auf der linken Seite unser Rüstungs- oder persönliches Inventar und auf der rechten Seite das lokale Inventar oder ein Fahrzeuginventar. Zudem finden wir verschiedene Filter-Sortierfunktionen oder auch den Move-All-Button, wenn wir ein Inventar komplett ins andere übertragen wollen. Dies können wir einfach per Drag and Drop. Aber die Interaktion endet nicht bei Gegenständen, sondern auch bei verschiedenen Bedienpanels, Türen und allen anderen Optionen, wie ihr mit eurer Umgebung interagieren könnt. Aber kommen wir zur erweiterten Charaktersteuerung. Mittels der angesprochenen WASD-Tasten könnt ihr euren Charakter bewegen. Und mittels Mausrad könnt ihr die Geschwindigkeit hierzu stufenlos regeln, wobei wir in jeder Geschwindigkeitsstufe automatisch sprinten, wenn wir die Shift-Taste drücken. Genretypisch springen wir mit der Leertaste und können mit der Steuerungstaste links in eine geduckte Position wechseln. Und mit der X-Taste legen wir uns auf den Boden und kriechen. Und in dieser Position können wir mit der E- und Q-Taste rollen, das heißt uns auf den Rücken oder auf den Bauch drehen. Aber Star Citizen bietet nicht nur eine Ego-Perspektive. Mit der Taste F4 können wir in zwei verschiedenen Stufen in eine Third-Person-View wechseln. Zudem sind die Kameraperspektiven und Funktionen nicht fixiert, so können wir die Kamera selbst wählen. Allerdings sprengt das den Rahmen eines Einsteiger-Guides, weshalb wir hier auf den dedizierten Guide für die Kameraoptionen in Star Citizen hier im Kanal verweisen. Und hier noch ein wichtiger Tipp. Sobald ihr eine Kiste oder etwas anderes in Händen haltet, könnt ihr nicht mehr sprinten, sondern könnt nur noch über das Mausrad die maximale Geschwindigkeit wählen. Nachdem wir nun wissen, wie wir uns bewegen, können wir unser Apartmentgebäude verlassen und fahren hier mit einem Aufzug. Grundsätzlich findet ihr in Star Citizen keinerlei Möglichkeit, das Spiel zu pausieren oder gar Ladebildschirme. Alles findet physikalisch korrekt statt. So fahren wir mit dem Aufzug von unserem Apartmentgebäude erst in die Lobby und dann weiter zu unserem Raumhafen, wo wir unser Schiff rufen können und den Planeten verlassen. Das alles ohne Ladebildschirme oder irgendwelche Speicherpunkte. Und hierzu benötigen wir wieder den Interaktionsmodus mit gedrückter F-Taste und der Maus. Hier wählen wir einfach an, wohin wir mit dem Aufzug fahren wollen. Und da es in Star Citizen bislang noch keine Ingame-Minimap gibt mit einer Wegführung, müsst ihr auf entsprechende Hinweisschilder achten. Diese findet ihr im Bereich der Hauptplaneten überall verteilt, was eine Orientierung erleichtert. Wobei auch hier bereits wieder die Taste F und die Zoom-Funktion zum Tragen kommt, da ihr so alles etwas detaillierter betrachten könnt. Bevor wir uns aber nun zum Raumhafen begeben, kaufen wir das erste Mal etwas ein. Denn in den verschiedenen Shops und Kiosken finden wir alles, was wir für verschiedene Missionen im Verse brauchen. Und wir lassen unseren Müll natürlich nicht überall liegen. Um Gegenstände zu kaufen, können wir entweder manuell den Gegenstand auswählen und kaufen oder allerdings über ein Panel das gesamte Shop-Angebot sehen.
Beim Kauf über ein Terminal allerdings solltet ihr beachten, in welches Inventar ihr einkauft. Denn oben links findet ihr alle verfügbaren Optionen, wo ihr etwas einkaufen könnt. In ein Schiff, in eure Ausrüstung oder hier in euer lokales Inventar auf New Babbage. Für den Spielstart empfehlen wir euch in jedem Fall ein Multitool sowie einen Tractor-Beam-Aufsatz. Denn damit haben wir unseren persönlichen Handtraktorstrahl dabei und können verschiedene Waren und Gegenstände bewegen. Und natürlich darf zur Selbstverteidigung eine Pistole mit entsprechenden Magazinen nicht fehlen. Und damit sind wir ausgestattet. Unsere gekaufte Ausrüstung können wir dann über einen Druck auf die I-Taste und unser Inventar unter dem Bereich Weapons einfach auf unseren Charakter ziehen und sie so mitnehmen. Und das gilt natürlich auch für unser Multitool unter dem Bereich Utility sowie dem Traktorstrahlanbau. Fehlt nur noch die grundlegende medizinische Ausrüstung, welche wir euch ebenfalls in jedem Fall empfehlen, vor allem bei Bodenmissionen dabei zu haben. Und diese medizinische Ausrüstung finden wir in der Apotheke gegenüber im Brentwood Medical Center, einer Klinik. Wir könnten uns zwar auch rudimentär mit einem Einmal-Medpen behelfen oder mit einem weiteren Aufsatz für unser Multitool, allerdings ist die Paramed Medical Device relativ kostengünstig und sollte in keinem Inventar fehlen. Und damit sind wir endlich komplett ausgerüstet und können direkt über die Metro einen Zug in Richtung Raumhafen wählen. Und hierfür finden wir wieder verschiedene Wegweiser und Hinweistafeln, welche uns zum richtigen Zug bringen. Und auch hier fahren wir wieder wirklich zum Raumhafen, ohne einen Ladebildschirm oder dass wir plötzlich in unserem Schiff sitzen. Allerdings kann es sein, dass ihr ein paar Sekunden auf den nächsten Zug warten müsst. Und während der kurzen Fahrt könnt ihr die doch beachtliche Aussicht je nach Wetter genießen, wobei ihr auch im Zug angezeigt bekommt, wie lange ihr noch unterwegs seid. Am Raumhafen angekommen, suchen wir wiederum den Weg zu den Aufzügen, um an die Terminals zu gelangen. Und hier müssen wir, wie in einem echten Flughafen, erst einmal durch die Sicherheitskontrollen. Und hier noch ein Hinweis. Alles, was ihr in Star Citizen sehen könnt, könnt ihr auch bereisen. Das heißt, ihr könnt euch später in eurem Schiff genau an den Punkt begeben, welchen ihr hier seht oder auch auf einem anderen Planeten oder Mond. Aber dafür brauchen wir natürlich ein Raumschiff. Und dieses bekommen wir über die Hangar-Terminals. Hier können wir unsere im Besitz befindlichen Schiffe in einen Hangar transportieren lassen und den Planeten oder Mond verlassen. Hier allerdings ein Hinweis. Spielt ihr das Tutorial, habt ihr während des Tutorials nur Zugriff auf das Tutorial-Schiff. Eure gekauften Schiffe oder aus eurem Spielpaket sind nach dem Tutorial wieder für euch verfügbar. Im Fleet Manager sehen wir also unsere Schiffe und können diese an die aktuelle Örtlichkeit liefern lassen. Und nachdem sie geliefert wurden, können wir diese in einen Starthangar verbringen lassen, was uns dann auch dementsprechend angezeigt wird. Wir müssen hier also in Hangar Nummer 3. Und ihr habt es bestimmt schon geahnt, natürlich fahren wir auch in den Hangar über einen Aufzug. Und sobald wir diesen erreicht haben, steht dann auch unser Schiff abflugbereit für uns zur Verfügung. Je nach Schiff haben wir verschiedene Zutrittsmöglichkeiten. Kleine Fighter haben beispielsweise ein Cockpit zum direkt hineinklettern und größere Schiffe wie unser Startschiff hat einen Innenbereich, welchen wir über eine Rampe begehen können. Also ab in den Pilotensitz und die Schiffssysteme hochfahren. Auch hier hilft uns wieder der Interaktionsmodus mit dem Halten der F-Taste und der Maus, wobei wir über verschiedenen Knöpfen und Schaltern die Funktionen sehen, welche wir anwählen können. Aber natürlich auch hier gibt es für alle Funktionen einen entsprechenden Kurzbefehl, den ihr selbst belegen könnt oder auf die Standardvarianten zurückgreift. So können wir mit der Standardtastenkombination Alt-GR und R unser Schiff flight-ready machen und unsere Systeme fahren komplett hoch. Doch zusätzlich benötigen wir eine Startfreigabe, welche wir bei der Landekontrolle manuell anfragen müssen. Hier können wir wiederum im Interaktionsmodus mit dem Halten der F-Taste sowie einem Heranzoomen oder einem Doppelklick direkt in den Bereich Comms gehen über das Menü unseres Bildschirms. Hier finden wir den Spaceport, welchen wir entweder auf diesem Weg anrufen können oder über unser MobiGlas. Über die Taste F1 gelangen wir ins MobiGlas und haben in der unteren linken Ecke das Comlink-Menü. Denn hier können wir ebenfalls Kontakt zur Verkehrskontrolle aufnehmen. Diese finden wir im Bereich Comlink und unter Friends. Und sobald wir die Startfreigabe haben, öffnen sich auch die Hangartore. Und natürlich funktioniert dies auch bei einer Landung. Solltet ihr allerdings einen Kurzbefehl nutzen wollen, drückt ihr die Alt- und N-Taste. Auch damit könnt ihr eine Start- oder Landefreigabe beantragen. Auch in eurem Raumschiff könnt ihr auf eine externe Sicht zurückgreifen. So habt ihr ebenfalls die Möglichkeit, über den Druck auf die Taste F4 von der Cockpitansicht in eine Außenansicht zu wechseln. Um Schub nach oben zu geben, drückt ihr die Leertaste, um Schub nach unten zu geben, die Steuerungstaste.
Und mit den WASD-Tasten könnt ihr Schub in die dementsprechenden Richtungen geben. Das heißt nach vorne über die W-Taste, zur Seite über die A- und D-Taste und abbremsen bzw. rückwärts fliegt ihr mit der S-Taste. Steuereingaben könnt ihr mit der Maus geben, wobei ihr hier einen kleinen Faden bis hin zur Mitte seht, um euch besser zu orientieren. Und auch die Geschwindigkeitseinstellung mit dem Mausrad, wie beim Bewegen eures Charakters, findet ihr hier im Cockpit wieder. Denn bewegen wir hier das Mausrad, verändert sich unser Geschwindigkeitslimiter bzw. Begrenzer. Damit können wir unsere Maximalgeschwindigkeit einstellen. Die sichersten Flugeigenschaften haben wir, wenn wir nicht in den roten Bereich gehen. Und genau an der Grenze, vom blauen in den roten Bereich, befindet sich der SCM-Mode, der Space Combat Mode, welcher die beste Performance für unsere Flugeigenschaften bietet. Und wiederum analog zur Charaktersteuerung können wir auch hier sprinten, was unseren Nachbrenner betrifft. Drücken wir hier also die Shift-Taste, sehen wir, wie die Thrust-Anzeige abnimmt. Das heißt, unsere Kapazität, unseren Nachbrenner zu nutzen. Und diese Kapazität lädt sich automatisch wieder auf, wenn wir keinen Nachbrennerschub geben. Wir benötigen noch eine weitere Funktion regelmäßig beim Starten und Landen unseres Schiffes, und zwar das Ein- und Ausfahren des Landefahrwerks. Dieses wird als Gear angezeigt und das Leuchten bedeutet, dass es aktuell aktiv ist, also ausgefahren. Und auch hier haben wir wieder verschiedene Möglichkeiten, entweder das Einfahren über einen der Schalter im Cockpit oder über einen Shortcut, wobei wir hier einfach die Taste N drücken können. Und damit haben wir die absoluten Grundlagen für die Steuerung eures Raumschiffs bzw. den Start- und Landevorgang gelegt. Allerdings gibt es natürlich noch einige weitere Funktionen und Möglichkeiten, die mit der Steuerung eures Schiffes zusammenhängen. So können wir mit den Tasten Q und E unser Schiff rollen und dementsprechend am Horizont oder an einer Landeplattform ausrichten. Hierzu haben wir auch, sobald wir uns in einer Atmosphäre befinden, eine dementsprechende Gradanzeige, welche uns anzeigt, wie unser Schiff ausgerichtet ist. Diese reicht von 0 Grad horizontal bis 90 Grad vertikal. Aber auch eine Höhenanzeige, das heißt, wie hoch wir uns über 0 befinden, und eine Geschwindigkeitsanzeige finden wir in unserem Head-Up-Display. Und im rechten Bereich finden wir unter anderem unsere Treibstoffanzeigen. Einmal für Hydrogen Fuel, das heißt den Treibstoff, welchen wir beim Transfer auf dem Planeten benötigen, und Quantum Fuel, welchen wir für Sprünge nutzen. Grundsätzlich können wir in Star Citizen unser Schiff und unser Fahrzeug jederzeit und an jedem Ort verlassen, egal welche Konsequenzen das mit sich bringt. Hier landen wir beispielsweise auf einem der Hochhäuser in New Babbage. Allerdings könnten wir das auch mitten während des Fluges und unser Raumschiff verlassen, was allerdings dann mit einem Tod enden würde. Zum Landen aktivieren wir wieder mit der N-Taste unser Landefahrwerk und geben Schub nach unten über die Steuerungstaste. So setzen wir auf und die Landung ist vollständig. Aber schließen wir das Tutorial ab, denn hierbei müssen wir auf der über New Babbage liegenden Raumstation landen. Wobei wir über verschiedene Punkte eine Route weg vom Planeten in den Orbit finden. Auch hier gibt es keine Speicherpunkte oder Ladebildschirme. Alle Übergänge sind komplett nahtlos. Und so erreichen wir dann auch den letzten Checkpoint und sind über 15.000 Meter über Null, das heißt bereits im Orbit des Planeten angelangt. Und in dieser Entfernung können wir unseren zweiten Flugmodus nutzen, unseren Quantum-Antrieb. Hierbei handelt es sich um einen Sprung, wie wir aus Star Trek oder Star Wars kennen. Damit springen wir knapp mit Unterlichtgeschwindigkeit von einem zum anderen Punkt, wobei wir allerdings eine Route setzen müssen. Haben wir allerdings direkten Sichtkontakt zu unserem Ziel, können wir auch einfach direkt springen, ohne eine entsprechende Route über unser Mobiglas setzen zu müssen. Dafür drücken wir kurz die Taste B, welche unseren Quantum-Antrieb aktiviert, welcher sich zunächst kalibriert und spoolt. Hier müssen wir uns allerdings auf unser Ziel ausrichten, bis diese Vorgänge abgeschlossen sind. Halten wir dann die B-Taste gedrückt, führen wir den Sprung durch. Und halten wir während des Sprungs die B-Taste gedrückt, brechen wir den Sprung ab. Ebenfalls mit einem neuen Antippen auf die B-Taste können wir den Quantum-Antrieb wieder deaktivieren oder neu aktivieren. Ihr könnt hier nichts falsch machen. Wir springen jetzt mit einem Halten der Taste B zu Port Tressler. Für einen Quantum-Sprung brauchen wir allerdings eine Mindestdistanz, welche hier unterschritten ist und wir deswegen nicht weiterspringen können und wir nun wieder auf unseren Hydrogen Fuel und unsere normalen Triebwerke zurückgreifen müssen. Und Ziele, die zu weit entfernt sind, wie hier der Stanton Magnus Jump Point, können wir nicht anspringen, da unsere Treibstoffreserven hier nicht ausreichen. Wir würden also mitten auf dem Weg einfach stehen bleiben.
Sobald ihr euch einem Planeten, Mond oder einer Station nähert, kann es Sinn machen, je nach den Sichtgegebenheiten, mit einem kurzen Halten und Lösen der V-Taste einen Scannerimpuls auszusenden, welcher euch die Umgebung zeigt, auch in kompletter Finsternis. So seht ihr immer, was sich vor euch oder unter euch befindet und kracht nicht gegen irgendeine Station, die sich in der dunklen Seite des Planeten verborgen hat. Und auch hier könnt ihr jederzeit auf andere Spieler treffen, die ebenfalls mit ihren größeren oder kleineren Schiffen unterwegs sind. Aber wir wollen landen, also versuchen wir erneut eine Landefreigabe zu erhalten, entweder über unser Multifunktionsdisplay und den Bereich Comms oder über die Shortcut-Version Alt und N. Alternativ können wir ebenfalls über unser Mobiglas und die Kommunikationseinrichtung Port Wrestler rufen und eine Freigabe erhalten. Und sobald wir diese Freigabe erhalten haben, bekommen wir nicht nur eine optische Anzeige, sondern auch die akustische Rückmeldung, dass wir nun einen Platz zum Landen haben. Hierfür richten wir uns wieder entsprechend aus und nähern uns langsam unserem Landepunkt. Ebenfalls sollten wir wieder mit der Taste N unser Landefahrwerk aktivieren, da wir sonst nicht landen können und nur mit unserem Chassis aufsetzen. Aber keine Sorge, solltet ihr versuchen, ohne Landefahrwerk zu landen, erhaltet ihr zwar etwas Schaden, allerdings explodiert euer Schiff nicht gleich. Und mit dieser Landung habt ihr das Tutorial schon fast abgeschlossen. Die Hangartore schließen sich und wir verlassen nun unser Schiff, um wiederum mit einer kleinen Aufzugsfahrt zum letzten Missionsstep zu gelangen. Hierfür verlassen wir unseren Pilotensitz, entweder mit dem Halten der Taste Z oder wiederum über das Interaktionsmenü, indem ihr zur Seite seht und Exit Seat klickt. Und natürlich fahren wir wieder mit einem Aufzug, um den Hangars und Habs Bereich zu erreichen. Und als Abschluss können wir an einem der Schiffsterminals unser Schiff wieder einlagern lassen. Und damit habt ihr das Tutorial abgeschlossen und erhaltet als Belohnung 15.000 Alpha USC Belohnung. Hierfür öffnet ihr für den Tutorial-Abschluss nochmals mit F1 euer Mobiglas und geht auf euer Journal. Und nachdem ihr nun im Verse angekommen seid, gehen wir auf verschiedene Missionsbereiche ein. Alle euch angebotenen Missionen findet ihr, wenn ihr F1 drückt und in eurem Mobiglas den Contract Manager auswählt. Hier findet ihr unter dem General-Tab legale Missionen. Und als grundsätzlicher Tipp, nehmt unter Mercenary die Mission A Call to Arms an, denn solltet ihr auf Bösewichte treffen und diese ausschalten, werdet ihr dann dafür bezahlt. Meist risikofrei sind Liefermissionen, welche ihr unter Delivery findet. Hier habt ihr für 3000 USD den Auftrag, ein Paket an Punkt A abzuholen und zu Punkt B zu liefern. Das war's. Achtet darauf, dass eure Mission aktiv ausgewählt ist, damit ihr auch dementsprechende Marker im Verse seht. Und damit können wir unser Schiff in einen Hangar bringen lassen und die Mission anfliegen. Unsere Aurora verfügt über zwei Seiteneingänge sowie ein Bett, einen kleinen Innenraum und den Cockpitbereich. Und das Startprozedere ist für alle Schiffe gleich. So nehmen wir einen Pilotensitzplatz und aktivieren mit Alt-GR und R oder mit einer manuellen Auswahl von Flight Ready unser Schiff. Mit dem Shortcut Alt-N oder über euer Mobiglas bzw. euer MFD könnt ihr eine Startfreigabe erhalten und wir können die Station verlassen. Und wenn ihr die Mission aktiviert habt, seht ihr auch einen eigenen Marker, wohin ihr fliegen müsst. Hier kann es allerdings sein, dass wir eine Route planen müssen, aber dazu später mehr. Und sobald wir den Abholort erreicht haben, müssen wir nur noch landen und unser Schiff wieder verlassen, um das Paket auch in Empfang zu nehmen. Für den Bereich der Liefermissionen benötigt ihr in jedem Fall ein Schiff mit einem Laderaum oder gar mit einem begehbaren Innenraum, so dass ihr die Paketkisten einfach abstellen könnt. Und noch ein Hinweis, achtet vor dem Verlassen eures Schiffes darauf, dass ihr einen Helm tragt, denn vor allem die meisten Monde haben keine Atmosphäre. Und noch ein weiterer Tipp, an den Außenposten findet ihr meist in den Gebäuden verschiedene Lootkisten, darauf könnt ihr ebenfalls zugreifen und dieses Material später verkaufen. Und in diesen Lootkisten finden sich nicht nur Alltagsgegenstände, sondern auch Rüstungsgegenstände oder Waffen. Und zudem könnt ihr auf euer lokales Stationsinventar zugreifen und somit erst einmal alles sicher verstauen, ohne dass ihr es direkt mitnehmen müsst. Für unsere Mission müssen wir allerdings noch ein Paket einsammeln. Hier gehen wir wiederum mit der F-Taste in den Interaktionsmodus und klicken Carry an. Nun müssen wir das Paket nur noch in unserem Schiff verstauen, abheben und zum Zielort fliegen. Und um die Lieferkiste in unserem Schiff zu verstauen, gehen wir wiederum in den Interaktionsmodus. Um zur Lieferörtlichkeit zu kommen, verlassen wir die Station und begeben uns in den Orbit des Planeten. Und sobald wir weit genug entfernt sind, können wir zum nächsten Punkt springen. Zudem erhaltet ihr für jede abgeschlossene Mission Reputation bei einer der verschiedenen Fraktionen und schaltet so immer bessere und hochwertige Missionen mit besserer Bezahlung frei.
Zum Abgeben der Lieferpakete haben wir verschiedene Varianten. Zumeist geben wir diese direkt in Automaten ab. Es ist aber auch möglich, dass wir diese in einen speziellen Regalplatz stellen müssen. Dies zeigt uns der Marker an. Und damit haben wir unsere erste Liefermission abgeschlossen, 3000 Alpha USC verdient und kommen zu etwas lukrativeren Missionen. Und auch für diese Mission prüfen wir, ob wir unter dem Tab Mercenary A Call to Arms angenommen haben. Denn damit erhalten wir grundsätzlich Bonuszahlungen, wenn wir böse Jungs erledigen. Nun halten wir Ausschau nach der Mission Illegal Monitors Detected, ebenfalls unter dem General Tab unter Mercenary. Hier findet ihr in der Missionsbeschreibung den Namen, auf welchem Planet oder Mond dies stattfindet und könnt über die SkyMap mit der F2-Taste sehen, ob diese in eurer Nähe ist. Und bei diesem Missionstyp müssen wir nicht auf einem Planeten oder Mond, sondern bleiben im Raum. Wir halten wieder einen Marker und springen diesen an. Und zur Erinnerung, mit einem Antippen der B-Taste aktiviert ihr den Quantum Drive und mit dem Halten der B-Taste aktiviert ihr den Sprung. Sobald wir den letzten Sprung durchgeführt haben, sind wir bereits im Missionsgebiet und nutzen hier wieder die Scanner-Funktion mit einem Halten und Lösen der V-Taste. Wir nähern uns so dem Satelliten und erhalten irgendwann einmal Scanner-Treffer. Wenn wir auf diese zufliegen, erhalten wir ein rotes Ziel. Dieses können wir entweder mit der Taste 5 oder wenn wir direkt darauf schauen, mit der Taste T aktiv schalten. Dies ist unsere Zielaufschaltung. Und mit der Taste G können wir bei unserer Aurora den Gimbal-Modus aktivieren, was als gepunktete Kreislinie dargestellt wird. Und sobald wir uns etwa einen Kilometer an unser Ziel angenähert haben, haben wir ein viereckiges Symbol, welches sich grün färbt, sobald wir mit unserem Zielcursor darauf schalten. Drücken wir dann die linke Maustaste, aktivieren wir unsere Waffen und feuern. Und so schwächen wir zunächst die Schilde des Ziels und sobald diese ausgeschaltet sind, die Hülle. Erreichen die Hüllentrefferpunkte 0, schalten wir das Ziel aus. Aber Achtung, wir haben insgesamt 3 Satelliten, die wir ausschalten müssen. Sollten diese nicht automatisch auftauchen, drückt nochmals die V-Taste und sendet einen Scannerimpuls aus. Und so schalten wir die Ziele nacheinander aus. Sobald diese erscheinen, könnt ihr diese mit der 5-Taste oder mit der T-Taste aktivieren. Und nachdem wir hier nur wenige Minuten unterwegs sind, erhalten wir eine recht gute Belohnung von 20.000 Alpha UEC und das für 3 ausgeschaltete Satelliten. Sobald ihr diese allerdings ausgeschaltet habt, bekommt ihr eine Warnanzeige, dass sich um einen geschützten Bereich handelt. So habt ihr noch 15 Minuten Zeit. Diese Zeit könnt ihr allerdings auch nutzen, um kriminelle Ziele, welche sich in direkter Umgebung befinden, ebenfalls auszuschalten. Hierbei handelt es sich um recht schwache Einsteigergegner und das perfekte Training für den Anfang. Aktiviert rot markierte Ziele wiederum als Ziel, indem ihr direkt darauf schaut und die T-Taste drückt. Nun könnt ihr wieder mit euren Waffen zunächst die Schilde ausschalten und letztlich das Ziel. Und hier gibt es 2 Stufen, einen Soft-Dead, den wir hier sehen, und einen Hard-Dead. Beim Soft-Dead wird euer Ziel ausgeschaltet, allerdings ist die Hülle noch weitestgehend intakt und wir haben die Möglichkeiten, einiges an Loot herauszuziehen. Und zusätzlich können wir noch verschiedene Anbauteile, Schiffswaffen, Ladung und mehr konfiszieren und verkaufen, allerdings dazu später mehr. Wir holen uns erstmal die Ausrüstung des gegnerischen Piloten und verlassen hierfür unser Schiff. Hier können wir einfach unsere Türen öffnen und ins Freie hinausgleiten. Achtet aber auch hier wieder darauf, einen Helm zu tragen, denn in der Schwerelosigkeit könnt ihr sonst nicht atmen. Wir konzentrieren uns zunächst nur auf die Ausrüstung des Piloten. Diesen können wir ebenfalls im Interaktionsmodus looten. Hier können wir Ausrüstungsgegenstände, welche wir nicht selbst tragen, einfach mit einem Doppelklick anlegen. Und damit haben wir schon eine gute Ausrüstung für den nächsten Missionstyp. Denn nachfolgend gehen wir in den Bodenkampf. Wieder unter unserem Missionstab General Mercenary nehmen wir eine der Bodenmissionen an. Diese starten beispielsweise mit einer Security Contractor Evaluation. Mit der aktivierten Mission erhalten wir wieder ein anspringbares Ziel und fliegen einen Bunker an. Allerdings sind es nicht immer Bunker, sondern es können auch Höhlen oder verlassene oder ruinierte Siedlungen sein, wo wir Bodenziele finden. Und nochmal zur Erinnerung, mit einem Halten und Lösen der V-Taste können wir Scanner-Pings setzen. Alternativ können wir auch mit der L-Taste unsere Schiffsscheinwerfer aktivieren. Und als Erinnerung, wir haben ja gerade eine Waffe eingesammelt bzw. zum Start eine Pistole im Shop gekauft. Diese benötigen wir in jedem Fall hier im Bunker. Denn unser Missionsziel ist es, 10 Gegner auszuschalten. Aber hier noch eine Warnung. Achtet darauf, dass es sich wirklich um Bösewichte handelt und nicht um Sicherheitskräfte, die sich ebenfalls im Bunker befinden können.
Denn solltet ihr einen Security anschießen, erhaltet ihr ein Crime-Stat, seid also kriminell, die Mission schlägt fehl und ihr müsst gegebenenfalls in den Ingame-Knast. Aber die Strafverfolgung im Spiel ist ein anderes Thema. Ebenfalls bieten sich die Bunker an, um Ausrüstung zu sammeln und die verschiedensten Waffen und Rüstungsteile zu kombinieren. Die Shooter-Einlagen in Star Citizen variieren, je nachdem wie die Server-Performance aktuell ist. Von sehr schwer bis absolut unproblematisch, je nachdem wie die Server-Performance zum aktuellen Zeitpunkt aussieht. Neben verschiedenen Lootkisten, gefallenen Gegnern finden sich auch NPC-Charaktere, welche ihr problemlos looten könnt. So könnt ihr euch eine Sicherheitsausrüstung der verschiedenen Fraktionen zusammensammeln. Und sobald die Mission abgeschlossen ist, erhaltet ihr direkt 15.000 UAC und weitere Missionen, welche ebenfalls im Schwierigkeitsgrad ansteigen und eine deutlich bessere Bezahlung bieten können. Aber kommen wir zu einer weiteren Möglichkeit, euch eure Credits im Verse zu verdienen, und zwar der Kopfgeldjagd. Diese startet wiederum unter General und Bounty Hunter mit einer Training Permit Certification, wobei wir ein Ziel im Raumkampf ausschalten müssen. Und hierbei handelt es sich meist um einen Einsteigergegner, welcher problemlos machbar sein sollte. Zudem erhaltet ihr auch hier über die Accord to Arms Mission, welche wir im Vorfeld schon angenommen hatten, zusätzliche Bezahlung für jeden Gegner, den ihr ausschaltet. Und sobald wir unsere Zertifizierung haben, können wir für die verschiedenen Residenzzonen arbeiten, also Hurston, New Babbage, Area 18 oder Crusader. Hier finden wir überall Bounty-Ziele und können die Kopfgelder einzeln nacheinander ausschalten. Allerdings befinden sich diese nicht immer direkt in einem anspringbaren Bereich, wie hier beispielsweise. Dazu zeigen wir euch einen kleinen Trick. Wenn euer Ziel nicht direkt anspringbar ist, nehmt einen Punkt, der sich auf der gegenüberliegenden Seite befindet, und startet den Quantumsprung zu diesem Punkt. Haltet hier Ausschau nach eurem Ziel und brecht den Sprung mit einem Druck auf die U-Taste an der kürzesten Stelle einfach ab. Damit spart ihr euch einiges an Wegstrecke. Aber auch in diesem Missionsbereich steigern sich die Gegner mit jeder Stufe neu. Von Very Low-Risk-Targets und Einsteigerschiffen bis hin zu mehreren Gegnern auf einmal mit entsprechend besseren Schiffen. Aber keine Sorge, bis hin zu Medium-Risk-Targets ist euer Einsteigerschiff auf jeden Fall ausreichend für die Kopfgeldjagd. Zwar sind die Kopfgeldmissionen bereits abgeschlossen, sobald ihr euer Ziel abgeschossen habt, allerdings könnt ihr noch einiges mehr aus solchen Missionen generieren. Denn sobald wir ein Schiff zerstört haben, können wir einen näheren Blick auf das Wrack werfen und hier einige nützliche und hochpreisige Gegenstände einsammeln, welche wir ebenfalls zu Geld machen können. Dafür müssen wir das Ziel allerdings erst einmal ausschalten. Zudem solltet ihr darauf achten, dass nicht noch Begleitschiffe in der Nähe sind, denn diese schießen natürlich auch auf euch. Nach getaner Arbeit können wir dann in der Nähe des Wracks landen und uns nach einigen interessanten Gegenständen umschauen. Euren Helm könnt ihr übrigens mit der Alt- und X-Taste reinigen, damit ihr seht, was ihr tut. Und mit der Taste 4 können wir auf unser Multitool, welches wir anfangs eingepackt haben, mit unserem Traktorstrahl zugreifen. Und sobald wir hier die linke Maustaste drücken, können wir unseren Traktorstrahl nutzen. Hier haben wir beispielsweise eine der Schiffswaffen unseres abgeschlossenen Gegners, die wir mitnehmen wollen. Zudem ist es möglich, passende Schiffswaffen direkt eurem eigenen Schiff hinzuzufügen und so eure Feuerkraft zu steigern. Aber nicht nur Waffen, sondern auch den Piloten können wir natürlich wieder looten und gegebenenfalls, wenn das Schiff Fracht dabei hatte, auch die Fracht mitnehmen. Diese können wir ebenfalls mit dem Traktorstrahl bergen und unserem eigenen Cargo Grid hinzufügen. Denn sobald wir die Frachtkiste an unseren Ladebereich bringen, halten wir eine Vorschau und können die Taste lösen. Somit ist die Fracht auch dementsprechend sicher angebracht. Auch haben wir die Möglichkeit, beispielsweise den gegnerischen Piloten direkt in unser Schiffsinventar zu looten, damit wir die Gegenstände nicht herumtragen müssen. Hier ist es allerdings wichtig, den Leichnam nach dem Looten aus eurem Schiff zu befördern. Denn dieser ist nach wie vor kriminell und ihr könntet Ärger bekommen, wenn dieser im Schiff ist. Gegenstände mit dem Traktorstrahl könnt ihr drehen, und zwar indem ihr die R-Taste gedrückt haltet und dann eure Maus bewegt. Und so haben wir nicht nur die Belohnung für unser Kopfgeldziel kassiert, sondern auch neue Schiffsausrüstung, Waffen und mehr eingesammelt. Was wir natürlich verkaufen wollen. Dazu gehen wir mit F2 in die Star Map und können mit einem Doppelklick die verschiedenen Planeten auswählen. Hier können wir mit einzelnen Klicks nochmals die einzelnen Ziele anwählen und über Set Route uns eine Route generieren. Aber eine Warnung, die Star Map ist alles andere als unproblematisch und kann oft hakeln. Aber was, wenn ihr keine Zeit mehr für eine weite Reise habt und das Spiel vorzeitig beenden müsst? Hierzu könnt ihr euch direkt in eurem Schiff ausloggen und das geht mit jedem Schiff, das ein Bett hat. Legt euch hierzu einfach in euer Bett und geht in den Interaktionsmodus.
schaut nach oben oder zur Seite und ihr habt die Möglichkeit für einen Logout. Somit könnt ihr das Spiel überall verlassen. Und nach einem Einloggen kommt ihr auch genau dort wieder heraus mit allen Gegenständen, die ihr dabei hattet. So können wir in der nächsten Runde unsere Gegenstände, die wir noch im Schiff haben, verkaufen. Hier kann es sich anbieten, Gegenstände, welche ihr in eurem Schiffsinventar habt, einfach in euer lokales Inventar zu ziehen. Hier könnt ihr einfach mit der I-Taste das Inventar öffnen und die verschiedenen Inventarbereiche durchschalten. Im Verkauf haltet ihr Ausschau nach entweder den Commons, einem Handelsdistrikt oder einem Trade und Development Center. Je nachdem, auf welchem Planeten ihr seid. Hier findet ihr auch unzählige Shops, welche die verschiedensten Gegenstände wie Schiffswaffenkomponenten oder auch Feuerwaffen verkaufen. Und an diesen Shops habt ihr nicht nur die Möglichkeit zu kaufen, sondern auch eigene Gegenstände zu verkaufen, wie hier zum Beispiel Feuerwaffen oder aus unserem Schiff die Gegenstände, welche wir durch die Kopfgeldjagd eingesammelt haben. Also ein nettes Zusatzeinkommen. Aber was passiert eigentlich, wenn wir sterben, explodieren oder sonst irgendwie zu Tode kommen? Keine Sorge, in jedem Fall erwacht ihr wieder mit eurem Charakter in einer medizinischen Einrichtung, und zwar der Einrichtung, in der ihr zuletzt verortet wart. Ihr könnt nämlich euer Bewusstsein, euren Imprint in einer medizinischen Einrichtung hinterlegen und diese auch entsprechend wechseln. Die medizinische Behandlung ist hierbei kostenfrei, allerdings ist euer Schiff und eure Ausrüstung verloren. In eurem Krankenzimmer habt ihr allerdings ein zusätzliches Inventar, wobei ihr einen Standardraumanzug und einen Standardhelm wiederfindet, welcher euch für den nächsten Ausflug wenigstens grundsätzliche Ausrüstung bietet. Zudem könnt ihr in jeder medizinischen Einrichtung, sei es auf einer Raumstation oder auf einem Planeten, euren Imprint, also euer Bewusstsein, hinterlegen. Neben dem Patienten-Check-In, wo ihr euch behandeln lassen könnt, sowie der Apotheke, findet ihr diese Konsolen, und zwar die Insurance-Konsolen. Hier könnt ihr euren Imprint an die dementsprechende Stelle verlegen und seht, wo ihr aktuell verortet seid. Wir haben jetzt unseren Imprint auf diese Station verlegt, das heißt, sollten wir das nächste Mal zu Tode kommen, wachen wir hier wieder auf. Und zum Abschluss werfen wir noch einen detaillierteren Blick auf euer Mobiglas. Die wichtigsten Bereiche kennen wir schon, allerdings werfen wir einen Blick auch auf alle anderen, wie den Vehicle Loadout Manager. Damit könnt ihr ein Schiff, welches sich an eurem aktuellen Standort befindet, in puncto Ausrüstung, Bewaffnung und Co. anpassen. Jedoch benötigt ihr, um eine Anpassung vorzunehmen, die Komponenten, Waffen oder alles andere, was ihr ändern wollt, ebenfalls an diesem Ort. Habt ihr hier mehrere Komponenten, könnt ihr auswählen, welche eingebaut werden sollen. Über die App Knickknacks habt ihr die Möglichkeit, all eure Gegenstände, Schiffe und Co. einzusehen, und zwar auf welchem Planeten, Mond oder auf welcher Station diese sich befinden. Allerdings habt ihr keinen weiteren Zugriff darauf, sondern könnt nur sehen, wo sich was befindet. Um Gegenstände dann zu nutzen, müsst ihr euch erst dorthin begeben und diese einsammeln. Der Motrader bietet euch die Möglichkeit, anderen Spielern im Verse Geld zu schicken. Diese müssen dafür nicht direkt online sein oder auf dem gleichen Server. Ihr braucht lediglich den kompletten Handle des Spielers. Allerdings fallen hier Gebühren an, etwa 0,5% vom zu überweisenden Betrag. Und eine andere Möglichkeit, einem Spieler Geld zu geben, gibt es nicht. Den Contract Manager kennen wir bereits. Hier ist vor allem am Anfang wichtig zu wissen, dass unter dem General Tab meist legale Missionen zu finden sind und unter dem Personal Tab illegale Missionen. Und diese illegalen Missionen bergen die Gefahr, dass ihr ein Crime Stat kassiert, also kriminell seid und dementsprechend nicht mehr überall landen könnt, verfolgt werdet und bei einem Abschuss in Clasher landet, dem Ingame-Gefängnis. Und zu Clasher und dem Justizsystem haben wir euch ein dediziertes eigenes Video gemacht, da es hier ein komplett eigener Spielbereich ist. Der Vehicle Maintenance Service funktioniert nur, wenn ihr in einem Schiff sitzt. Hierüber könnt ihr allerdings euer Schiff an einer Landezone reparieren, auftanken und aufmunitionieren. Und das Journal kennen wir ebenfalls bereits und zeigt euch alles an, was ihr bisher so im Verse erlebt habt. Und zum Abschluss werfen wir einen Blick auf die Delphi-App. Diese zeigt euch die Beziehungen zu den verschiedenen Fraktionen und den verschiedenen Missionsgebern, wie beispielsweise der Bounty Hunter Gilde. Schließt ihr Missionen für eine Fraktion ab, steigt ihr in deren Ansehen und erhaltet weitere und bessere Missionen sowie eine bessere Bezahlung. Aber Star Citizen bietet natürlich noch weit mehr, als wir in diesem Einsteigerguide behandeln konnten. Alleine die verschiedenen Industrie-Gameplay-Bereiche, wie das Bergungs-Gameplay, das Mining, das Handelssystem und mehr, bieten wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich im Verse zu beschäftigen. Aber hierfür findet ihr hier im Kanal zu fast allen Bereichen Guides und Hilfen. Und ihr seid gerne eingeladen, bei uns im Discord vorbeizuschauen. Hier findet ihr Mitspieler und könnt jede Frage stellen.
Und dies natürlich auch in unseren fast täglichen Twitch-Livestreams. Wir freuen uns auf euch. Bis bald und see you in the Verse.